Hey Leute, und willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Minecraft Amperia mit mir, eurem Paultocraft. Heute wieder eine neue Folge Minecraft Amperia. Wir haben heute wirklich sehr viel vor. Wir werden uns an Basti mit einem richtig krassen Troll rächen. Ich werde euch zeigen, wie mein Haus aktuell aussieht. Und natürlich wird es heute Abend auch um 21 Uhr einen brandneuen Livestream zu Minecraft Amperia geben. Seid da auf jeden Fall dabei, hier auf Twitch oder auf YouTube. Ich würde sagen, wir legen jetzt aber auch schon direkt los mit der heutigen Folge Minecraft Amperia. Ja Leute, wie ihr schon sehen könnt, hier habe ich ein wenig, einfach mal hier offscreen, ein bisschen mein Haus weitergebaut, und ich dachte, ja, wir wollen in den Livestreams jetzt erstmal hier ein bisschen mit den einzelnen Mods vorankommen, und in den Folgen habe ich ja sowieso mal was geplant, und da dachte ich mir, baue ich einfach mal offscreen hier ein bisschen das Haus weiter, und das ist wirklich ziemlich sick geworden, das Haus. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das auch so findet. Ich habe jetzt hier noch geplant, eine Brücke später zu bauen, darüber zu Skelly. Aber erstmal kommt man halt hier erstmal so auf mein Anwesen. Hier kommt noch ein Zaun drumherum mit einer schönen Hecke. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier so einen schönen Weg, sag ich mal, wo wir langlaufen können. Sieht echt ziemlich cool aus hier mit diesem Beton, Sand. Und hier an der Seite haben wir so einen coolen kleinen Wasserkanal. Das wollte ich schon immer mal bauen. Seit der 1.13, glaube ich, geht das schon, dass man hier auf Treppen so Wasser platzieren kann. Und das sieht einfach unglaublich genial aus, finde ich. Sieht echt schön aus. Könnt ihr mir gerne mal eure Meinung dazu nochmal in die Kommentare schreiben. Hier kommen später noch ein paar coole Felder hin. Einfach um mit diesem ganzen Wasserelement hier ein bisschen mehr zu spielen. Hier kommt auch noch ein Weg rüber. Das ist alles geplant. Und ich habe mein Haus, wenn wir hier kurz mal langlaufen, komplett tatsächlich fertig gebaut. Einmal rundherum, alles mit Gläsern drin. So. Leute, ihr seht schon, ist es noch keine Einrichtung drin. Und was macht er denn hier, Alter? Okay, keine Ahnung. Aber es ist an sich so komplett jetzt fertig. Ich habe in den Kommentaren gelesen, was ihr so für Ideen hattet hier. Hab versucht, ein paar Sachen einzubauen. Dazu komme ich jetzt nicht gleich, das zeige ich euch mal kurz. Wir haben natürlich hier noch unsere wunderbare Schafsfarben. Da vorne noch ein paar. Hier habe ich Kakteenfarben. Wie viele Kakteen haben die eigentlich gefarmt? Jo, 2 Stacks und 20. Und hier haben wir noch, auf jeden Fall noch eine kleine Baumfarm gebaut für Fichtenholz. Das brauche ich nämlich ein bisschen was hier, um was zu bauen. Das zeige ich aber euch, wie gesagt, gleich. Hier ist die Garage. Ich habe mal hier alles weggeräumt. Hier habe ich nur noch unser wunderbares Lama jetzt drin, das wir noch hier geklaut haben vom Wandering Händler. Und hier haben wir noch ein paar Sachen für die Pakete. Aber jetzt eigentlich wichtig, das ist nämlich der Garagenraum. Hier werden wir auf jeden Fall eine Garage reinbauen. Wir haben ja hier eine ziemlich coole Automod dabei. Und da kommen dann hier unsere ganzen coolen Autos hier rein. Aber normalerweise kommt man ja hier vorne durch die Haustür rein. Keine Sorge, das hier ist nur provisorisch mit diesem Seil. Hier kommt später ein Aufzug rein. Den bauen wir heute Abend auf jeden Fall im Livestream. Kann man jetzt hier aktuell aber nur mit dem Seil nach oben oder nach unten klettern. Hier, wie gesagt, Garage. Dann ist ein kleiner Flur. Dann haben wir jetzt hier das Wohnzimmer. Habe ich gedacht, bauen wir hier so hin. Hier oben ist Wasser. Das von den Tropfen muss ich noch fixen, dass es nicht mehr tropft. Aber an sich finde ich das eigentlich ganz cool. Das sieht halt echt cool aus, weil wir hier überall hier jetzt im Haus Wasser verbaut haben. Auch hier wieder Wasser, wie gesagt. Dann kommt hier später die Küche rein. Hier sind noch ein paar Baublöcke jetzt halt übrig vom Bauen des Hauses. Hier haben wir einen Balkon, auch noch ohne Türen, sehe ich gerade. Noch hier eine Gartentür nochmal. Und dann kann man eigentlich auch hier über die Leiter nach oben gehen. Dann haben wir hier erstmal, später kommt hier ein Enchanter hin. Hier haben wir das Schlafzimmer, steht aktuell schon mein Bett hier. Da haben wir schon ein paar Enchanting-Sachen aufgebaut. Und hier ist eine Trapdoor, die nach oben auf die Dachterrasse führt. Und einige haben reingeschrieben, ich sollte doch unbedingt mal einen Whirlpool bauen hier. Und deswegen gibt es jetzt hier einen richtig coolen Whirlpool, hier mit so ein paar Stühlen. So sieht echt nice aus. Vielleicht haben wir hier auch irgendwie Soulsand in den Boden rein, dass hier so ein paar Blubberblasen kommen. Und man kann halt auch hier aufs Dach hochschwimmen. Und vielleicht mache ich auch noch einen Wasserfall hinterm Haus runter, dass der dann sozusagen hier diesen Kanal hier vorne speist und der dann auch wieder in den Fluss zurückläuft. Fände ich auf jeden Fall ziemlich cool. Aber ansonsten haben wir hier unten noch ihn hier. Ne, aber hier ist das Badezimmer. Was mit diesen komischen Blöcken auf sich hat, da kommen wir gleich noch zu. Aber auf jeden Fall haben wir hier eine Energieversorgung. Einmal von oben nach unten in den Keller, auch hier ein Stockwerk. Badezimmer hier kommt hier später rein. Auf jeden Fall ist jetzt mal so geplant gewesen. Dann, wie gesagt, hier ein Aufzug, aber aktuell halt hier noch dieses Seil zum Hochklettern. Ein bisschen nervig, aber auf jeden Fall kommt man halt hier so in den Technikraum, habe ich es mal genannt. Wir haben hier eine wunderbare Crafting-Table. Wir haben hier ganz viel Technikkram wirklich, wo wir automatisch jetzt hier unsere Erze verarbeiten können. Das heißt, wir legen unsere Erze einfach hier rein und dann kommen hier die Ingots raus, können wir einfach mitnehmen. Ziemlich praktisch auf jeden Fall, weil auch alle Erze hier automatisch verdoppelt werden. Hier kommt noch eine andere Maschine hin, die haben wir so einen Alloy-Smelter. Wie gesagt, wenn ihr euch für Technik und so interessiert, was wir hier machen, schaut gerne mal heute Abend im Livestream vorbei, da wird es noch mehr davon geben. Der Raum ist noch frei, da könnt ihr noch ein paar Wünsche in die Kommentare schreiben, was ihr euch so als Raum wünscht. Hier haben wir so eine bunte Wand, das sind alles getarnte Falltüren, weil hier hinten dran halt die Kabel sind. Und ich halt die Kabel irgendwie verstecken möchte. Und deswegen habe ich hier diese getarnten Falltüren gecraftet.
Die sind tatsächlich relativ günstig. Die macht man hier aus diesen Colorizer-Blöcken relativ easy. Und die macht man halt einfach nur aus ganz vielen verschiedenen Farbblöcken und ein bisschen Stein. Deswegen auch die Kaktusschalen, weil wir unbedingt Kakteen brauchten. Und dann nehmen wir hier so einen Colorizer-Brush. Da habe ich weiß nicht, wie viele von diesen Dingern ich verschwendet habe. Es ist echt schon, glaube ich. Und dann können wir uns halt jetzt hier irgendwo einen Block rausziehen, keine Ahnung. Wir klauen uns mal hier vorne den Block einfach. Und dann können wir hiermit einfach jetzt die ganzen Blöcke hier anmalen. Und das ist echt extrem cool, weil so können wir hier unsere ganze Technik, sag ich mal, auf jeden Fall deutlich cooler verstecken. Aber das machen wir auf jeden Fall auch im Livestream fertig. Heute ist, wie gesagt, geplant, dass wir den lieben Basti trollen und noch ein paar andere Sachen machen. Aber erstmal möchte ich euch noch was Neues zeigen. Und zwar den Keller. Der Keller wird auch nochmal extrem cool. Da gibt es noch später noch ein anderes Stockwerk, was hier unten hinkommt. Aber da habe ich jetzt noch nicht so viel ausgehoben. Beim Graben des Kellers hat auch wirklich die Bombe von Basti, die er in der letzten Folge, checkt gerne mal aus, gestellt hat, sehr geholfen. Da muss ich so viel graben. Ansonsten habe ich jetzt erstmal hier so ein relativ simples Design mit ein bisschen Holz gemacht und so. Und hier einfach mal Dirtwände. Ich meine, warum auch nicht? Ein paar schöne Dirtwände schaden doch auch nie. Hier hinten, wie gesagt, das Energiekabel. Und hier ist noch alles Expansion-Bereich. Weiß ich noch nicht, wie viel Platz wir brauchen werden, aber an sich ist hier auch erstmal unser Kistenlager. Wir haben echt so viele Ressourcen. Ich lagere es gerade mal hier dazu ein. Vielleicht so Themen, die auch mal nach Farben richtig cool oder so. Dann haben wir hier noch unsere ganzen Ausrüstungsgegenstände. Können wir eigentlich auch mal hier unsere Rüstung wieder anziehen. Und natürlich auch hier unser Infused Lava Sword aufnehmen. Wäre auf jeden Fall wichtig. Dann sind wir auf jeden Fall wieder gut hier gegen unsere Gegner gewappnet. Hier vorne haben wir auch schon einen kleinen Wasserfall. Damit können wir eigentlich auch mal nach oben schwimmen. Denn ich habe für heute wirklich einiges geplant. Leute, da müssen wir eigentlich nach unten. Denn ich möchte mir erstmal eine Diamantspitzhacke craften. Und dann auf jeden Fall damit auf Jagd gehen nach ein wenig Obsidian. Das wäre nämlich wichtig, weil wir müssten heute in den Nether, dass wir die Falle für Basti bauen können. Das ist auf jeden Fall Primärziel Nummer 1. Warte mal, ich habe eine Idee. Wir machen einfach keine Diamantspitzhacke. Ich bin auch blöd. Warum machen wir denn eine Diamantspitzhacke? Wir können doch hier einfach eine Infused Lava Crystal Pickaxe machen. Die ist doch sowieso safe auch noch stärker als die Diamantspitzhacke, oder? Würde ich mal behaupten. Dann brauchen wir noch einen Wassereimer. Die brauchen wir hier ein paar mit. Am besten noch ein paar Lava-Eimer direkt. Und dann würde ich sagen, melde ich mich wieder, wenn ich Obsidian habe. So, ich bin jetzt hier unten gerade mal runtergelaufen in die Höhle. Hier haben wir jetzt einen wunderbaren Lavasee. Ich würde sagen, wir bauen gerade mal hier ein bisschen Obsidian an. Zack, das sollte dann eigentlich passen. Haben wir jetzt hier unten natürlich die Frage Lava? Nee, haben wir nicht. Perfekt, okay. Wie lange dauert das jetzt hier abzubauen, das Obsidian? Ich hoffe, es dauert nicht lang. Es geht tatsächlich gar nicht so schnell, wie ich dachte. Aber auch jetzt auf jeden Fall nicht so langsam. Dann hole ich erstmal hier ein bisschen was an Obsidian. Und dann sehen wir uns gleich wieder. 2000 Jahre später. So, zurück in der Base hier oben. Mit ein bisschen Obsidian am Start. Und auf jeden Fall hier noch ein paar Broten, dass wir nicht verhungern. Bauen wir jetzt gerade mal hier das Nether Portal auf, würde ich behaupten. Ich hoffe, dass das hier in der Größe so funktioniert. Und dann können wir uns eigentlich auch hier einen Flint in Stil machen. Und uns dann auch hier auch direkt auf den Weg in den Nether machen. So, der Nether-Start ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir jetzt hier in irgendeiner Schlucht gespawnt sind und nicht weiter draußen irgendwo Lavaseen oder sowas sind. Das macht aber gar nichts. Wir brauchen einfach nur für ein paar Observer hier unser Quarz. Das wäre nämlich wichtig. Einfach ein bisschen Quarz farmen und dann sollte die Sache eigentlich auch schon ganz easy funktionieren. Easy dann funktionieren, hoffe ich mal. Zack, zack, zack ab. 20 Quarz, perfekt. Dann machen wir gerade mal hier ein paar Observer-Blöcke. So, dann haben wir jetzt hier unsere ganzen Materialien hoffentlich am Start. 3 Observer sollten eigentlich... Wir brauchen mindestens 9 Observer, Leute. Wir brauchen mindestens 9 Observer. Und dann haben wir jetzt hier 7, 8, 9... Ach komm, machen wir noch einen 10. Machen wir noch einen 10 Observer, das sind wir auf der sicheren Seite auf jeden Fall. Packen wir mal hier unser Quarz einfach hier zum Redstone in die wertvolle Kiste rein. Und Technik... Ja, wir lassen das mal so. Ich bin froh, dass ich jetzt ein Kistenlager habe, aber damit ist natürlich jetzt auch hier deutlich schwieriger, alles immer so richtig zu sortieren. Ansonsten brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen TNT, weil Leute, ihr wisst, Rache, wir müssen uns natürlich rächen, weil Basti hat unsere Basis hier fast in die Luft gejagt. Das müssen wir bei ihm natürlich auch machen. Deswegen ein bisschen TNT. Dann brauchen wir noch einen Köder für Basti. Ich würde sagen, wir machen einen Diamantblock, das wäre aber ein bisschen zu stark. Deswegen bauen wir da einfach ein Goldblock. Ich hoffe, dass er dann trotzdem den Block abbaut. Aber guck mal hier, das ist so ein Geschenk. Das wird doch keiner ausschlagen. Deswegen machen wir mal hier so einen Goldblock hin.
Wäre, glaube ich, eine ganz coole Idee an sich so. Dann brauchen wir unsere Observer, ein bisschen TNT, das sollte passen. Und wir sollten noch Dirt mitnehmen. Dirt wäre auch noch wichtig, Dirt wäre nicht wichtig. Wo haben wir nochmal Dirt? Wo ist es Dirt? Hier ist es Dirt, perfekt. Da haben wir schon direkt ein bisschen Dirt. Und dann würde ich sagen, machen wir uns einfach mal hier auch direkt instant auf den Weg zu Basti, um ihm die ultimative Falle zu stellen. So, dann sind wir jetzt auch hier schon direkt bei Basti gelandet. Und hier wurden einige interessante Dinge getrieben. Wir haben hier ein Geschenk von Skelly auf jeden Fall. Das hat Basti doch nicht. Alter, Leute. Alter, wie ist denn was aufgemacht? Komm, wir klauen mal keine Geschenke. Das wäre sonst ein bisschen gemein. Hier haben wir noch eine interessante Dirt-Rakete und ein extrem tiefes Loch, sage ich mal so. Hallo, die mich hier alle besuchen. Danke für die Geschenke. Ich hatte jetzt kaum richtig Zeit, was hier zu machen, Schule und so. Aber ab dem heutigen Stream versuche ich das. Live auf YouTube und Twitch. Oh, twitch.tv/blakesibi. Oh Leute, habt ihr gehört? Basti wird heute Abend scheinbar auch live streamen. By the way, einen Link zu meinem Twitch-Channel findet ihr unten in der Beschreibung. Power2Craft Live auf Twitch. Gerne folgen und dabei sein heute Abend. Könnt ihr gerne mal auschecken. Aber ich würde sagen, wir lassen ihm trotzdem noch ein weiteres Geschenk. Ich meine, wir müssen uns ja natürlich rächen bei ihm. Oh, hier vorne aber das Skelett, das können wir kurz mal wegklatschen. Komm hier, zack, zack, hier weg, der PvP-Profi. Auf jeden Fall am Start, ich sollte vielleicht mal ein Schild machen. Aber was habe ich jetzt eigentlich für eine Falle geplant? Ich habe keine Schilder dabei, das ist schon mal ein Problem. Deswegen klauen wir uns einfach mal irgendein Schild. Okay, wir brauchen jetzt erstmal gerade noch ein Schild. Habe ich vergessen mitzunehmen, deswegen bauen wir das hier gerade mal hier vorne ab. Sollte eigentlich relativ schnell gehen, da brauchen wir nicht viel Holz für ein bisschen was. Und dann haben wir unser Schild und dann bauen wir auch direkt die Falle für Basti hier auf. Einfach kurz mal hier rüberspringen und dann würde ich sagen, craften wir es gerade mal hier, hat er irgendwo eine Werkbank. Dann machen wir uns gerade mal hier vorne ein fantastisches Schild, Leute, perfekt. Und dann bauen wir auch mal hier direkt unsere Falle auf. Dann machen wir uns gerade mal hier unseren Goldblock. Und dann klaue ich mir einfach mal hier gerade ganz makaber ein Eisen. Wir schenken ja Basti einen Goldblock dafür, deswegen wird das schon passen. Und dann nehmen wir gerade mal hier die Schaufel raus. Und dann graben wir mal hier irgendwo in der Nähe ein Loch. Und gerade gucken, hat Basti hier irgendwas geclaimt? Nein, hat er nicht. Die Idee der Falle ist jetzt, dass wir jetzt hier in der Mitte, gerade mal hier so hochbauen, hier so obendrauf einen Goldblock platzieren. Und der Goldblock kommt dann hier drauf und dann ist hier unten kein Observer. So, dann habe ich jetzt auch hier den ultimativen Troll vorbereitet. Ihr habt gesehen, wie ich ihn aufgebaut habe, deswegen erkläre ich ihn jetzt nochmal ganz grob. Basti baut hier drumherum einen Grasblock ab und dann werden hier unten durch den Observer das ganze TNT getriggert, was wir jetzt hier unten hinbauen. Wichtig ist jetzt, wir machen jetzt ein absolutes Mindgame. Und zwar schreiben wir jetzt hier ein Schild drauf und da schreiben wir hin irgendwie so, das ist definitiv kein Troll, das ist keine Falle, das ist ein Geschenk, Geschenk. Und jetzt wird sich Basti denken so, okay, warum baut er hier einen Goldblock hin? Warum macht er das nur? Also ich könnte mir ja vorstellen, dass es eine Falle ist, weil das wäre sonst ein bisschen, aber es ist zu offensichtlich für eine Falle. Und das ist nämlich der Trick. Und zwar ist jetzt hier nämlich unter dem Goldblock kein Observer. Das heißt, wenn er den Goldblock abbaut, ist es wirklich nur ein Geschenk. Wenn er jetzt aber davon ausgeht, dass es eine Falle ist, und er baut hier zum Beispiel denken so, vielleicht ist hier ein Observer drunter, und dann fliegt alles in die Luft, wenn ich das abbaue. Und dann baut er hier unten den Block zum Beispiel ab, und dann wird das Redstone-Signal ausgelöst. Das heißt, es ist so ein richtiges Mindgame. Ich bin gespannt, wie Basti darauf reagiert. Vielleicht heute Abend direkt im Livestream oder in seiner nächsten Folge. Schaut gerne vorbei. Und jetzt bauen wir hier unten runter noch unser TNT. Und dann sollte das jetzt eigentlich zuwachsen. Ich habe hier ein bisschen geterraformt. Und dann sieht das jetzt eigentlich auch hier total natürlich aus. Und ich bin gespannt, wie Basti hier auf unseren Prank reagieren wird. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal schnell zurück hier zu unserem Haus. So, jetzt sind wir zurück hier wieder an unserer Base und haben damit hier unseren Troll aufgebaut. Ich habe jetzt noch eine zweite Sache für heute geplant und zwar wollte ich hier unseren Brewing Stand, den wir schon seit Ewigkeiten haben, aufbauen. Ich würde sagen, wir bauen ihn einfach gerade mal hier vorne auf und dann wollte ich uns ein wenig Fake Water machen und dann haben wir sozusagen noch einen zweiten Troll durchfahren. Das werden wir sozusagen direkt einen Doppel-Troll machen an zwei Spielern. Instant Damage, ich würde sagen, machen wir, ist das ein Unterschied? Nee, Instant Damage 1 reicht. Okay, wir brauchen einen Poison-Trank. Da machen wir ein fragmentiertes Spider-Auge. Wir machen Poison mit Redstone und Poison. Interessant. Mit einem Spider-Auge und Wasserflaschen. Okay, Spider-Augen sollten wir eigentlich haben.
Glas für Wasserflaschen auch. Schreibt mal hier rein. Da haben wir Spinnenaugen. Perfekt. Dann brauchen wir jetzt noch Glas für Wasserflaschen. Da haben wir sogar eine Wasserflasche. Ich würde sagen, wir trinken einfach mal hier. Wir haben sogar einen Instant Damage Trank. Lol, Leute, wie geil. Ein Unstable Mixture. Mana Regeneration haben wir noch. Ein Energetic Rave. Instant Damage. Regeneration können wir mal gucken. Wie weit das nicht mit? Da brauchen wir Instant Health. Okay, trinken wir. Wir können den Regenerationstrank gerade einfach mal leer schlürfen, Leute. Und dann trinken wir auch noch direkt mal hinterher noch den Mana-Regenerationstrank. Ich meine, was brauchen wir denn einen Mana-Regenerationstrank, Leute, wirklich? Dann haben wir hier drei Flaschen auch direkt ready. Brauchen wir gerade nochmal hier schnell einen Eimer und holen uns gerade mal oben Wasser. Und dann müssen wir jetzt eigentlich damit hier nur unsere Wasserfläschchen auffüllen. Ich habe jetzt ein paar Wassereimer zu viel geholt, aber die müssen wir natürlich jetzt auch hier alle noch upgraden. Wir packen mal hier oben Spinnenaugen rein. Wir brauchen noch Blaze Powder zum Brauen. Das müssen wir gerade nochmal schnell im Nether holen gehen. Das nächste Fortress war gar nicht so weit weg zum Glück, Leute. Da werden wir jetzt gerade mal hier nochmal schnell hingerannt. Jetzt müssen wir hier vorne natürlich noch hier uns eine Blaze klatschen. Hier sind zwei Lohnspawner. Was ist da denn los? Ich hoffe, wir haben natürlich jetzt hier keine Fire Resistance, weil wir nicht das komplette Rüstungsset haben. Aber da müssen wir jetzt gerade mal einfach mal durch und hier nochmal schnell abhauen einfach. Zack, aber das ist so nice mit den Cloud Boots. Ich glaube, natürlich wäre es geil, wenn wir die ganze Rüstung ausgerüstet hätten, weil dann würden wir deutlich mehr Damage machen. Ich würde sagen, ich renne da mal gerade zurück, schnell zum Portal. So, dann sind wir jetzt auch hier schon wieder zurück. Unsere Gifttränke sollten eigentlich fertig sein, sobald wir jetzt hier das Blaze Powder mal reingepackt haben. Zack, zack, zack. Dann schmelzen die jetzt hier auch schon recht durch. Wenn wir jetzt Fake Water machen wollen, bei Instant Damage, dann müssen wir jetzt hier natürlich noch, frag mich hier, das Spider-Augen reinmachen. Da brauchen wir Pilze für Spider-Augen und nochmal Sugar. Pilze sollten wir eigentlich direkt hier neben im Sumpf natürlich haben. Und tatsächlich, hier sind direkt ein paar Pilze. Brauchen wir gerade mal hier noch ein bisschen was am Zuckerrohr, dass wir uns auch noch ein bisschen was an Zucker machen können. Zack, und dann sollte das eigentlich direkt passen. So, wir brauchen jetzt Netherwarzen noch. Wir brauchen jetzt hier noch ein paar Netherwarzen. Zum Glück haben wir davon so viele. Aus dem Dungeon. Und packen das hier an Water Bottle. So, zack. Dann gehen die jetzt hier rein. Und wir bekommen hier unsere mega geilen Potions raus und können endlich hier loslegen, den nächsten Spieler zu trollen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt noch so, wie ich mir das vorstelle. Ja, wir haben jetzt hier drei Awkward Potions. Da packen wir jetzt hier noch ein Spinnenauge rein. Und dann sollten da jetzt die Gift Potions rauskommen. Okay, wir haben jetzt hier unsere Gift Potions. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt hier die Instant Damage Potion Tränke auch schon direkt machen können aus den normalen Poison Tränken. Oder ob wir die. Wir brauchen keine langen. Okay. Perfekt. Das heißt, wir können auch die kurzen Tränke nehmen. Einfach kurz mal hier das fermentierte Spinnenauge rein und dann machen wir unsere Instant Damage Tränke. Ich würde aber sagen, wir brauchen eigentlich schon ein bisschen mehr Wasser. Wenn wir hier so drei Stück haben, reicht es. Wir brauchen schon sechs Eimer und dann hier gerade nochmal schnell nachfüllen. So, dann haben wir jetzt auch hier direkt schon alles an unseren Potions mal vorbereitet und daraus können wir dann jetzt auch mal hier direkt unsere Fake Water machen. Zack. Dann machen wir uns auch direkt mal hier auf dem Weg zu unserem nächsten Opfer. Ich würde sagen, wir füllen gerade mal hier vorne schnell einen Eimer auf und machen noch unsere letzte Bottle. Hier hat er nämlich gerade eben nicht genug Wasser geholt. Und dann haben wir jetzt hier unsere Fake Waters schon ready. Frage ist jetzt, wo gehen wir hin? Wir checken erstmal bei Skelly die Sache aus. Ich weiß ja nicht. Hat er nämlich jetzt hier irgendwo viel Wasser irgendwie bei seiner Bude? Ja, Leute, perfekt, perfekt. Das ist so perfekt. Er hat hier direkt vor seiner Base richtig viel Wasser. Und wenn der da reinfällt, ich mache gerade mal hier den Block weg, das wird, glaube ich, witzig. Können wir das Wasser jetzt einfach hier irgendwie trocken legen? Was kostet es eigentlich, einen Sponge zu machen? Weil ich weiß, wir können auf jeden Fall hier Sponges einfach auch craften in unserem Modpack. Einfach eine Wolle und einen Schleim. Okay, Leute, wir sehen uns direkt wieder, sobald ich das gerade geholt habe. Schleim sollten wir hier in der Mob-Drop-Kiste haben. Perfekt, da haben wir einen Schleimball. Und dann gehen wir gerade mal nach oben und da sollte natürlich von der Schafsfarm auf jeden Fall noch irgendwas an Wolle da sein. Und dann haben wir einfach instant einen Schwamm, platzieren den mal hier schön in die Mitte und dann ist hiermit auch, See auch schon Geschichte. Und dann gehen wir jetzt hier hin mit unserem Fake Water und füllen ihm jetzt hier erstmal schön den See aus. Weiß nicht, wie machen wir das am besten? Am besten mal hier dann die Ecke so ein Ding. Machen wir da noch einen hin. Wir brauchen mehr Fake Water, Leute. Ich hole am besten gerade nochmal schnell Nachschub.
So, dann habe ich jetzt gerade mal ein bisschen Wasser nachgeholt. Wir müssen halt gucken, dass wir den See so relativ ausgeglichen kriegen. Ach, guck mal hier, ich hätte einfach nicht so viel holen müssen. Auf jeden Fall wird es jetzt sehr gefährlich für Luca. Wenn er nämlich jetzt hier reinfällt, sehen wir direkt, er kriegt richtig viel Schaden von ihm, was auch an der Sache. Oh Mann, das wird auf jeden Fall nice, sage ich euch, Leute. Dann müssen wir gerade mal gucken hier, ob wir vielleicht irgendwie... Er hat eine Security-Kamera. Oh Gott. Nimmt die auf? Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass die irgendwas aufnimmt oder so. Ich würde sagen, wir sparen uns das Fake-Water einfach auf. Vielleicht für einen anderen Sport. Vielleicht können wir mit uns so eine kleine Defense bauen, wenn wir einfach hier da überall Fake-Water reinfüllen. Das wäre auch wieder eine actually witzige Sache. Bevor die Folge zu Ende ist, habe ich noch ein kleines Special für euch. Und zwar können wir leider keine Quests abschließen, weil ich habe nochmal geguckt. Das zählt halt erst, wenn wir den Sport wirklich abgeschlossen haben. Und wir können... Ach doch, wir können das auch abgeben. Hier, ich habe durch Offscreen einen Electric Furnace gebaut. Das könnten wir eigentlich mal gerade noch abgeben. Das wäre noch ganz nice so an sich. Was haben wir bekommen? Wir haben Slayer Boots bekommen, wir haben Schere bekommen und 20 Dollar. Das ist ja gar nicht so schlecht, Leute. Was machen wir damit? Slayer Boots? Sind die irgendwie krass oder so? Die machen richtig viel Protection. Wie craftet man? Die kann man nicht craften. Oha, krass, Leute. Wir haben mal Slayer-Rüstung jetzt. Aber ich glaube, ich bleibe besser mal hier bei den Cloud Boots. Ansonsten haben wir, wie gesagt, hier noch kein Quests. Aber dafür haben wir jetzt hier in unserem Briefkasten zwei Pakete tatsächlich drin. Ich würde sagen, machen wir das erste Paket direkt hier auf. Hier haben wir einmal Raw Plastic, Right Red Tube, Right Red Hamhock, Eisen und ein Buch von Crafted. Oh, wie cool. Schauen wir gerade mal rein. Hallo Paul, wie geht's dir? Ich hoffe, dir gefällt mein Paket. Liebe Grüße, der Crafting Table von nebenan. Oh Gott, er hat 100 Seiten hinzugefügt. Wenn da auf der letzten Seite jetzt nichts Schönes steht, dann bin ich echt enttäuscht. Da muss was stehen. Da muss was stehen. Komm hier. Enttäuscht mich jetzt nicht, Crafted. Da muss was stehen. Sonst hier direkt die Abo. Und. Jebaited. Ansonsten hier natürlich noch ein weiteres Geschenk. Von wem ist das Ganze? Booking Quill. Von ihm ist Skelly. Hey Paul, danke für deinen Brief und die Geschenke. Ich habe eine Kleinigkeit für dich und ich hoffe, wir bleiben Brieffreunde. Liebe Grüße, Skelly, an Paul to Craft. PS, meine ID ist 555. Cool, alle Leute, perfekt. Es läuft doch richtig. Alter, guck mal hier, Redstone Alloy Tin, Crystallized Ember. Er hat uns aber Crystallized Ember geschickt. Das ist voll OP für unsere Technikbot hier. Da können wir richtig coole Sachen mitmachen, Leute. Werden wir heute Abend im Stream auf jeden Fall mal benutzen. Ich würde sagen, packen wir nochmal hier vorne diese Sache gerade mal da rein. Keine Ahnung, hier können wir einfach einmal alles, was mit Post zu tun hat, reinpacken. Ich sortiere die ganzen Sachen noch ins Lagersystem auf jeden Fall jetzt ein. Dann sehen wir uns heute Abend an sich im Livestream nochmal wieder. Gott, hier ist ein Creeper. Creeper, nicht explodieren. Komm, tschüss, 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 tschüss. Okay, perfekt. Wir haben den Creeper getötet, Leute. Sehr geil. Das war doch mal eine richtig coole Folge. Wir haben heute zwei Trolls ausgeführt. Ich bin gespannt, wie die anderen darauf reagieren. Ob sie darauf reinfallen, auf unsere beiden Trolls. Ich bin mega hyped auf den Livestream heute Abend. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Ansonsten würde ich sagen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.